Ja, liebe Skisprungfans, was für ein Auftakt. Furioso mit ja, vielen Neuigkeiten, vielen neuen Gesichtern auf dem Weltcup-Podest. Und gestern, erstmal herzlichen Glückwunsch. Gestern haben wir noch geflaxt oder so ein bisschen angeregt. Jetzt ist es wahr geworden. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz, Stefan. Ja, danke schön. Manchmal werden Träume dann doch schneller wahr, als man glaubt. Ja, und ich habe ja, was du nicht weißt, mit Andi Goldberger vorhin einen kleinen Talk gemacht und er hat auf Piotr Schüber gesetzt, dass er gewinnt heute und ich habe auf dich gesetzt, dass er gewinnt heute. Also ein bisschen mehr Ahnung hatte ich dann doch oder Glück, aber sag mal, wie bewertet ihr eigentlich die Vorstellung von Jewgeni Klimow? Erster Sieg für Russland, seitdem es den Weltcup gibt? Ja, sehr hoch. Also was er in den letzten Jahren schon, aber speziell in den letzten Wochen, vor allem in den Sommermonaten gemacht hat, ist ja große Leistung und ein riesiges Glückwunsch an ihn dafür. Weil er hat es einfach verdient, heute ganz vor oben zu stehen. Du, und ich habe einen Anruf gekriegt von Jürgen Hensel. Der Willingen ist ausverkauft. Ja, volle Hütte ist immer gut in Willingen. Bis dahin ist ja noch ein Stück. Bis dahin gibt es noch einige Springen vorher, aber ich glaube, die ganze Region wird heute Abend bestimmt ein bisschen feiern auf dich, oder? Ich hoffe es doch. Ich komme dann, ich glaube, Anfang Februar ist es irgendwann. Komme ich dazu und feiere mit. Ja, oder dann nach der Saison. Ja, aber jetzt geht es ja schon gleich weiter. Ne? Nächste Woche Schanze, ein kleiner Ausblick vielleicht auf Ruka liegt dir. Aber so wie du springst, liegt dir eigentlich jede Schanze wahrscheinlich derzeit, oder? Ah, Ruka ist speziell. Also man muss es schaffen, über den Vorbau zu kommen mit einer gewissen Geschwindigkeit. Dann ist viel möglich da. Ich kenne sie zum Glück mittlerweile. Und ja, einfach die Sprünge, die ich jetzt gezeigt habe, verfeinern, verbessern, auf die Schanze anpassen. Und stetig weiterarbeiten, System verbessern, stabilisieren und das heute mitnehmen, so wie es ist, aber jetzt nicht ausruhen. Aber du machst jetzt nicht den Trick weiter, Probedurchgang schlecht und dann wieder aufs Podest, oder? Das ist dann doch ein bisschen nervenaufreibend, oder? Ja, es war dies hoffentlich nur dieses Wochenende so. Gut, alles klar. Also dann. Mir hat es Spaß gemacht, dir ja logischerweise auch. Ich hoffe, euch auch. Und wir verabschieden uns erstmal dann bis nächste Woche. Mal schauen, was wir da alles so wieder anstellen. Bis dahin, schöne Zeit und tschüss aus Wiesbaden. Ciao.